Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Webinar. Ich freue mich auf eine Frau, die über sich selbst einmal geschrieben hat, sie sei eine Einzelgängerin mit hoher Sozialkompetenz. 2010 gewann sie bei Wer wird Millionär eine 500.000 Euro. 2011 startete sie ihre Weltreise 12 Städte, 12 Monate. 2013 gab es dann ihren Riesenbestseller Das große Los über diese Weltreise. Und so ganz nebenbei haben ihre Kolumnen im Stern, im SZ-Magazin und vielen anderen Medien Kultstatus erreicht. Vor wenigen Wochen erschien im Knaus Verlag ihr neues Buch, um es kurz zu machen. Und ich fasse mich jetzt auch ganz kurz. Herzlich willkommen, Maike Winnemuth. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Hallo. Hi. Wenn man so ganz kurz zusammenfasst, wie ich, was passiert ist in den letzten 5 Jahren, ist schon irre, oder? Ist schon irre. Es wird mir auch mir wurde gerade ein bisschen schwindelig, als ich Ihnen zuhörte. Ich dachte, wow, was alles passiert ist in den letzten 4 Jahren. Das ist wirklich irre. Das Komische ist ja, glaube ich, ich habe das Gefühl, dass sich bei mir sozusagen Glücksfall auf Glücksfall stapelt geradezu. Der Gewinn war ein Glücksfall, das Jahr war ein Glücksfall, dass ich ein Buch drüber schreiben durfte, war es, dass daraus ein Bestseller wurde, war es. Weil es ein Bestseller wurde, wurde mir eine Sternkolumne angeboten. Also es hört nicht auf. Es soll auch nicht aufhören. Der Untertitel des Buches, des Neuen, heißt ja, über das unverschämte Glück auf der Welt zu sein. Also würden Sie ganz generell sagen, Sie sind ein Glückskind? Ja, ich bin ein Sonntagskind. Ich bin tatsächlich an einem Sonntag geboren. An einem Sonntag im Juni gibt es einen besseren Termin, um geboren zu werden. Und ja, ich werde natürlich oft nach dem Glück gefragt, auch welches Glück dieses Geld mit sich gebracht habe. Und die banale, doofe Antwort ist, die meisten Leute immer nie sehr glücklich macht, ich war vorher schon glücklich, allen Ernstes. Ich glaube, es gibt sogar auch Forschung darüber, dass Geld einen schon hilft. Ne? Es ist ein gutes Mittel zum Zweck, aber nach kurzer Zeit würden alle Lottogewinner wieder genau am selben Glückslevel landen, in dem sie vorher war. Genauso glücklich oder genauso unglücklich. Egal wie viel Geld man hat oder wie wenig, es ändert tatsächlich nichts am persönlichen Glücksempfinden. Was hat denn das Schreiben direkt mit dem Glück vielleicht auch zu tun? Ich habe gelesen, Sie haben mal gesagt, dass Sie als Kind unter anderem Lateinlehrerin, Ornithologin und Innenarchitektin oder eines davon werden wollten. Aber letztlich sind Sie ja beim Schreiben gelandet, hat Autorin. Hat ja prima geklappt mit allen den. Genau. Wie kam es denn zu diesen jetzt sehr exotisch klingenden anderen Berufswünschen? Finde ich gar nicht so exotisch. Also Lateinlehrerin, ich hatte eine super Lateinlehrerin, in die ich wahrscheinlich ein bisschen verknallt war, die rote Gisela, rothaarig und auch noch SPD-Mitglied, die war toll und inspirierend. Das war einfach so eine unfassbar lebendige, interessante Frau. Wahrscheinlich wollte ich werden wie sie und deshalb dachte ich, ich müsste Lateinlehrerin werden. Kleiner Fehlschluss. Und Ornithologin, ich fand Vögel hübsch. Das ist wahrscheinlich auch keine besonders gute Erklärung. Und Inneneinrichterin wollte ich werden, stimmt. Sie sollten mein Kinderzimmer mal sehen. Es war schöner wohnentauglich, es war unglaublich. Es hatte eine braun karierte Tapete, die ich mir selber ausgesucht hatte und auf die ich wahnsinnig stolz war. Sehr männlich insgesamt. Wie ist es dann doch der Journalismus geworden? Sie waren auf der renommierten Henri-Nannen-Schule und sind jetzt schon lange renommierte Journalistin, Autorin, Kolumnistin. Das ist ja dann doch ein anderer Weg, als zu tapezieren. Nee, gar nicht so. Wenn man sich überlegt, dass ich so unterschiedliche Berufe hätte wählen können und wollen, dann ist Journalismus fast schon das folgerichtige Ergebnis davon, weil es einem die Möglichkeit gibt, in ganz unterschiedliche Themenfelder reinzuschnuppern. Also man kann ganz viele Leute sein, speziell so, wenn man es so macht wie ich, indem man in verschiedene Häute schlüpft und man kann in so unterschiedliche Bereiche reinschnuppern. Ich nenne es immer den dritten Bildungsweg. Also man darf wirklich ganz viel lernen durch diesen Beruf des Journalismus und deshalb habe ich ihn bis heute wahnsinnig lieb und frage mich immer noch, warum ich überhaupt bezahlt werde. Es darf hoffentlich jetzt keiner hören von meinen Auftraggebern, aber der ermöglicht sehr viel. Dieses Reinschnuppern, das zieht sich auch, finde ich, jetzt als Leser durch Ihre Texte. Auch in dem neuen Buch sind einige Texte, die sich damit beschäftigen, dass man noch mehr experimentieren soll im Leben, dass man einfach mal was versuchen soll. Ist das eine treffende Charakterisierung für Sie selbst? Also sind Sie jemand, der immer gern was Neues hat? Ja, ich probiere gerne Dinge aus. Also ich, wie gesagt, ich schlüpfe gerne in unterschiedliche Häute. Sei es auch nur sehr kurz. Aber um mal zu sehen, wie ist es eigentlich, wenn, ... Und ich bin ein großer Freund davon, Dinge vom Konjunktiv in den Indikativ zu übersetzen. Also nicht zu träumen, wie wäre es wohl, wenn ich mal dies und jenes täte oder
machen würde, sondern es dann wirklich zu machen. Mit manchmal dem Ergebnis, dass ich auf die Nase falle damit natürlich oder krachend scheitere, das gehört dazu. Aber es selber am eigenen Leib auszuprobieren, das finde ich ganz wichtig, nicht nur als Journalistin, sondern auch als Mensch. Also ich glaube, dass wir alle viel mehr Möglichkeiten haben, als wir uns das zugestehen. Es geht eben nicht nur um entweder oder, sondern es geht oft eben auch ein sowohl als auch. Man kriegt sehr viel im eigenen Leben unter. Was unsere Zuschauer jetzt ganz konkret machen können, ist auch Fragen stellen. Melden Sie sich bei uns per Mail in der Fragebox und stellen Sie Fragen an Maike Winnemuth. Wir werden Sie in die Sendung einbauen und freuen uns auf das, was Sie wissen wollen. Ich mich sehr. Gehen wir mal ganz konkret ins Buch rein. Sie haben Kapitel, die schon sehr viel aussagen über das, um was es da geht. Lieben, hassen, trödeln, genießen, abspecken, ausprobieren, haben wir gerade schon drüber gesprochen, aussehen und einsehen. Fangen wir mal mit der Liebe an. Sie haben da so eine Einleitung geschrieben, in der Sie darauf hinweisen, dass eigentlich schon zu viel geliebt wird. Es wird immer gesagt, Mensch, ich liebe das und das und das ein bisschen weniger auch manchmal gut tut. Ja, es ist wahrscheinlich die Amerikanisierung im Sprachgebrauch. Ne? Begann wahrscheinlich mit der McDonald's-Werbung, I'm loving it, dass man jetzt auch einen Burger lieben soll. Ich weiß ja nicht, muss ja nicht sein, aber... einerseits ist das so inflationär gebraucht, dieser Begriff Liebe. Und andererseits scheuen sich so viele Leute, ihn ernst zu meinen, habe ich den Eindruck. Ja. Also wirklich ernst zu meinen. Das war eigentlich nur ein sehr kurzer Hinweis auf diese Sprachverschiebung, die sich meiner Meinung nach in den letzten Jahren ergeben hat. Ja. Dann sammeln Sie in diesem Buch auch lauter wunderbare, entzückende Momente. Und wenn man Ihre Kolumnen liest und jetzt auch in diesem Buch, dann frage ich mich immer, wie schaffen Sie das zu übertragen? Also Sie erleben etwas und Sie schreiben drüber. Machen Sie sich gleich Notizen? Nee, gar nicht so sehr. Manchmal ja. Also wenn ich einen Moment erlebe, wo ich denke, boah, das ist jetzt wichtig, da könnte man was draus machen. Meistens merke ich es in dem Moment aber gar nicht, dass man da was draus machen könnte oder dass das der Kern einer Kolumne werden könnte. Das merke ich erst sehr viel später, wenn ich einen vielleicht zweiten ähnlichen Moment erlebt habe und diese beiden Dinge miteinander verknüpfe. Also ich mache mir verrückt wenig Notizen, tatsächlich. Aber gleichzeitig... Alle Kolumnisten sind, glaube ich, ausgesprochene Egomanen. Ne? Wir schreiben von uns, ich und hoffen, dass das, was wir selber beobachten an uns selber, an Maläschen, an Idiotien, an Überraschungen, dass wir damit nicht alleine sind, sondern dass wir, dass andere Leute, die es lesen, sagen, ja, endlich schreibt es mal einer. Genau so ist es. Warum hat es noch nie einer so gesagt? Das ist immer ganz schön, wenn man über sich schreibt und sich gleichzeitig verdrahtet mit den Lesern auf eine seltsame Weise. Das finde ich das Schönste am Kolumnenschreiben. Ist doch sicher toll, wenn Sie entsprechende Reaktionen kriegen bei Ihren Lesungen oder per Mail. Ja. Kommt das oft vor, dass Leute sagen, ja, genauso wie Sie es sagen, habe ich es erlebt? Das kommt oft vor und das macht mich wahnsinnig froh. Das macht mich wirklich glücklich. Ich fordere ja auch jetzt in der aktuellen Stern-Kolumne zum Beispiel auch explizit dazu auf, mich zu kontaktieren. Freue mich dann immer, wenn es passiert. Bei Lesungen ist es natürlich noch unmittelbarer. Da kommt man auch hinterher beim Glas Wein nochmal ins Gespräch. Und das freut mich dann immer, wenn ich wirklich merke, aha, ich bin anscheinend doch nicht allein auf der Welt mit diesem oder jenem. Sie geben ja auch Tipps, oder es kann zumindest so rüberkommen, dass das Tipps oder Ratschläge sind, die das Leben einfacher machen können. Auch dieses Ausprobieren, was wir vorhin besprochen haben. Sehen Sie sich auch als eine Art Ratgeberin oder Freundin der Leser? Ach, Ratgeberin weiß ich nicht. Ich habe vor ein paar Jahren mal so eine Kolumnenserie für eine Frauenzeitschrift namens Myself geschrieben, die hieß Leben für Fortgeschrittene. Da war ich gerade 50 geworden und fand, ich sei jetzt, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Auf einmal weiß alles, wie es geht, ja, und möchte das dann auch mitteilen. Also wollte dann die Dinge, auf die ich meinte, mich verlassen zu können, die ich also kapiert habe, gelernt habe im Leben, die wollte ich dann weiterreichen. Da hatte ich mal kurz so diesen Moment von, Leute, ihr müsst gar nicht diese ganzen Fehler begehen, ich sage euch, wie es geht. Aber letztlich geht es natürlich überhaupt nicht so. Und das ist das typische Phänomen, dass man selber auf die heiße Herdplatte fassen muss, selber die Fehler machen muss im Leben. Egal wie viele Gurus, wie viele Dalai Lamas einem sagen, wie es geht. Hallo? Also natürlich richtet man sich nicht danach, sondern am Ende muss man durch das Tal der Schrecken selber schreiten und selber drauf kommen. Also insofern Ratgeber. Freundin gefällt mir schon besser. Mhm. Also zu sagen, Alte, das kannst du doch auch oder überleg's doch mal. Oder ich freue mich zum Beispiel sehr, wenn Leute durch mein Reisebuch angeregt werden, das kriege ich oft zu hören in Briefen, doch mal alleine loszufahren als Frau. Und ich sage, ja, das geht, das ist sogar toll, das ist fantastisch und du wirst viele andere Dinge erleben als das,
wenn du in einer Gruppe oder mit deinem Partner oder mit deiner besten Freundin fährst. Und durch dieses Buch haben sich viele wohl getraut, allein mal loszufahren. Das freut mich irre. Mhm. Wir sprechen sicher später auch noch mehr über das große Los. Jetzt nochmal zurück zu den Kapiteln. Ja. Direkt auf das Lieben-Kapitel folgt Hassen. Mich hat es da auch gerissen. Erst okay, bisschen Hassen. Schnell, ne? Genau, ja, ja. Aber ist das nicht auch schön, dass Sie in Ihren Kolumnen eben alles machen können? Sie müssen nicht alles toll finden. Sie dürfen auch mal sagen, nee, also das gefällt mir überhaupt nicht. Oh, ich kann mich sehr, sehr vehement aufregen über bestimmte Dinge. Also speziell, wenn Leute unnötig fies sind zu anderen Menschen, ja, dann platzt mir wirklich der Kragen. Und ich glaube, letztlich ist das, sind auch die Hassen-Kolumnen, haben dann einen lieben Background, wenn man so will, weil ich hätte gerne, dass es anders wäre. Also ich reg mich auf über Dinge, die möglichst nicht so sein sollten, ja, und so, dass wir dann alle uns wieder an den Händchen fassen und über die Blumenwiese hüpfen. Ist nicht so, aber ich kann ja träumen. Im Buch schreiben Sie zum Beispiel über Sylt und das hat mich auch erst gewundert, weil ich dachte, Sie als Norddeutsche und Sie sagen, Sie sind eine typische oder überzeugte Norddeutsche, da Flammend. Muss man Sylt doch lieben eigentlich, oder? Gerade Sylt nicht, aber das ist ganz schwierig. Also ich werde einen Teufel tun, jetzt nochmal eine Diatribe gegen Sylt abzulassen, weil das hat mir damals mächtig viel Ärger bereitet. Zu Recht übrigens. Ich habe auch nicht so sehr, ich habe über Sylt geschrieben, aber Kampen gemeint. Und das ist natürlich ein ganz gewaltiger Unterschied. Kampen ist nicht Sylt. Es war das Klischee Sylt der Männer in den roten Hosen, ne, über das ich mich, es ist ja auch wohlfeil, lustig gemacht habe. Und ich glaube, der Chefredakteur der Sylter Nachrichten hat dann einen flammenden Gegenartikel auf Seite 1 seines Blatts gebracht und ich glaube, mich in die Nähe der Hitler-Tagebücher gerückt. Es war toll, ich fand es ein bisschen schmeichelhaft. Aber das würde ich, glaube ich, in der Form fast gar nicht mehr machen können, dass ich mich über einen Ort oder eine Gruppe von Menschen, die diesen Ort mögen, aufregen könnte. Inzwischen bin ich, glaube ich, noch älter geworden und habe noch mehr dieses, ne, que sera, sera, und jeder Jack ist anders, dieses Grundgefühl von, ich muss niemandem den Spaß verderben an seinem Lieblingsort oder an seinem Lieblingsessen, was immer es ist. Und Sie schreiben ja auch über die Heilkraft des Meeres in diesem Buch, also das ist sowieso wieder dann das Positive. Ja, ja, also alles wird wieder aufgewogen, natürlich. Nein, Sylt ist einfach nur ein, ich glaube eher die Attitüde, die in Kampen speziell Gassi geführt wird, ist etwas, was mich wahnsinnig aufregt. So ein rotziger Reichtum, der eine gewisse Blödheit und Unfreundlichkeit hat. Und schon wieder bringe ich mich in Teufelsbücher. Dann sprechen wir lieber über das deutsche Bescheidwissertum, das Sie auch so ein bisschen aufs Korn nehmen und das verbinden, was ich sehr, sehr schön finde, mit dem Aufruf, doch mehr zu loben. Wir sollten uns alle mehr loben. Ja, es ist auch die deutsche Neigung zum Meckern, ne? Und wir leben ja wirklich in einer ausgesprochenen Meckerkultur- und Kritikgesellschaft. Also man sagt eher, was einem nicht passt, und das sagt man laut und oft. Und so statt, als dass man Dinge lobt, die gelungen sind, die funktionieren, die sieht man als selbstverständlich an. Es gibt diesen berühmten pädagogischen Leitsatz, nicht geschimpft ist gelobt genug, den ich eigentlich grässlich finde, weil ich wirklich der Überzeugung bin, man kann dieses gesellschaftliche Gleitmittel, dieses Schmieröl viel besser nutzen, wenn man sagt, ey, Sie sehen, toller Anzug übrigens, Herr Keil. Ne? Ihr Outfit auch, ganz genau, unglaublich, so. Wunderbar. Nein, also das sind, und das ist ja durchaus nicht, das wird im Deutschen missverstanden, oft als randschmeißerisch oder schleimig oder weiß der Teufel was, es hat gleich so ein Ogu. Statt es auf eine ähnlich lockere Weise zu handhaben, wie die Amerikaner es tun, die sagen, nice suit, nice haircut, keine Ahnung. Also ein freundliches, wohlwollendes Kommentieren dessen, was einem gefällt, was man sieht, ohne dass man damit irgendeine Absicht verbindet. Das möchte ich propagieren, das finde ich schön, wenn es davon mehr gäbe. Was Sie auch gerne propagieren, ist das Trödeln und Prokrastinieren. Und da sind Sie in gewisser Weise Expertin auch. Obwohl komplett. Sie, ja, okay. Im Prokrastinieren bin ich super gut. Also wenn es einen Preis gäbe, ich hätte schon alle Goldpokale der Welt abkassiert dafür. Ich bin schrecklich, also meine Redaktion hassen mich, weil ich wirklich auf die letzte Minute abgebe. Ehrlich gesagt, 5 Minuten nach der letzten Minute. Ich gebe immer 12:05 ab. Bis jetzt ist Gott sei Dank immer jeder Artikel gedruckt worden. Also noch gerade eben last minute in die Druckmaschine reingeflutscht. Aber ich glaube, ich brauche einfach diesen, sowohl den Druck, also die Peitsche, die da in meinem Rücken pfeift. Ich brauche aber auch vorher dieses absolut zeitlos auf keinen Termin achtende Rumtrödeln.
weil ich glaube, dass in dieser Alpha-Wellen-Zustands-Situation des Trödelns unfassbar viel passiert. Also damit werden Dinge verarbeitet. Vielleicht entstehen dort auch erst die Kolumnen, das weiß ich nicht. Ich vergleiche es immer mit Sport. Also man sagt ja, Muskeln wachsen in der Ruhephase. Ne? Nicht während man hier Training macht, sondern in den 2 Tagen danach wächst der Muskel. Und so ist es mit dem Trödeln auch, da wächst irgendwas. Und trotzdem ist es immer noch so in unserer Gesellschaft, obwohl alle Umfragen auch belegen und wissenschaftliche Ergebnisse vorliegen, wie gesund und wichtig das ist, auch Kreativität fördert, dass es doch noch so ein Tabu ist, wirklich zu sagen, nö, also ich bin gerne auch mal faul und lasse alles baumeln, die Füße und die Seele. Das hatten Sie aber noch nie, das Problem, also dass Sie diesen Druck gespürt haben, ich muss die ganze Zeit ranklotzen. Doch, den Druck kenne ich ganz gut, natürlich. Ich schaffe ihn mir zum Teil auch selber, ne, indem ich trödel. Aber dieses, ich bin besser geworden darin, ganz ehrlich. Also ich konnte diese Zeit, wo nichts passiert, früher schlechter aushalten als heute. Wir haben schon jede Menge Mails bekommen über unsere Fragebox. Vielen Dank an unsere Zuschauer. Ich beginne gleich mal mit der ersten von Katrin. Sie schreibt, toll, dass Sie Kolumnen schreiben. Haben Sie einen Tipp für jemanden wie mich, dessen Traum es ist, Kolumnen zu schreiben? In meinem Fall über Körper, Geist, Gesundheit und Meditation. Das sprechen Sie ja auch manchmal in Ihren Kolumnen an. Ja, den Tipp, außer schreiben Sie diese Kolumnen, kann ich überhaupt nicht geben. Also man muss wirklich, wenn man etwas, wenn ein Thema wirklich fasziniert, wenn man entflammt ist dafür, sollte man es tun und dann findet sich auch ein Ort dafür. Es ist vielleicht nicht, keine Ahnung, das größte, teuerste, beste Magazin der Welt, aber ich würde sagen, schreiben Sie einen Blog, schreiben Sie Kolumnen, schaffen Sie Ihre eigene Plattform, in der Sie veröffentlichen. Ich habe auch mehrere Blogs geschrieben und ich finde nichts toller, als für 5 Euro im Monat Providergebühr sein eigener Herausgeber und Chefredakteur zu sein. Das ist super. Und klar, man muss ein bisschen dafür sorgen, dass die Leute es dann auch zu sehen kriegen und lesen können. Also in sozialen Netzwerken am besten unterwegs sein und dafür Werbung machen. Aber dann, wenn es gut ist, dann läuft es schon. Gleich die nächste Frage von Leonie. Ich arbeite bisher nur nebenberuflich auch als freie Journalistin und finde den Beruf so spannend wie Sie. Es ist auch kein Problem, Aufträge zu bekommen, aber leider sind die sehr, sehr schlecht bezahlt. Was raten Sie, um langfristig von dem Beruf leben zu können? Ach, ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen pessimistisch, ob man langfristig davon und davon allein leben kann. Also viele Kollegen sagen mir, dass sie Journalismus heutzutage fast eher als Hobby betreiben und ihre Haupteinnahmequelle aus anderen Bereichen, also PR zum Beispiel oder für Firmenzeitschriften arbeiten, so etwas. Ne? Ich bin, also noch geht's, also ich habe auch noch Glück, dass es noch geht, aber ich fürchte, es wird immer schwieriger und deshalb habe ich auch keinen Rat. Ich bin froh, dass ich schon so steinalt bin und diese Welle dann hoffentlich heil an den Strand reiten kann. So, jetzt sind wir auch schon bei Ihrer Reise und dem Reisebuch. Die nächste Frage kommt von Ronja. Könnten Sie sich vorstellen, nochmal 12 Städte in 12 Monaten zu bereisen? Kann ich absolut. Also ich habe sofort die nächsten 12 bei der Hand, wenn es darum ginge. Ich würde einige von denen, die ich hatte, gern, könnte ich auch nochmal sehen. Aber kein Problem, eine zweite 12er-Gruppe. Ich würde nach Hanoi gehen, nach Windhoek, nach Melbourne, nach Montreal, nach, da sind so viele. Mehr in Afrika noch, glaube ich. Ich, die einzige afrikanische Stadt, die bei der ersten Runde dabei war, war Addis Abeba und die hat mich unfassbar bewegt, die mochte ich sehr gerne. Also ich würde mich gern noch mehr in Afrika und Südamerika rumtreiben. Aber Sie haben es jetzt nicht konkret vor, Sie werden nicht nächstes Jahr starten. Nein, erstmal nicht, aber ich bewege es schon im Herzen, wie man so sagt. Also ich könnte es mir durchaus vorstellen, das nochmal zu machen. Ich vielleicht nicht in genau derselben Form, das käme mir wie eine billige Kopie dessen vor, was ich schon getan habe, aber vielleicht länger dann auch in den einzelnen Orten sein und vielleicht auch mehr vom Land sehen, nicht nur in der Stadt sein. Die nächste Frage kommt von Katja. Was würden Sie den Leuten raten, die auch ein Jahr um die Welt reisen möchten? Es zu machen. Wichtigster Tipp, ja. Es klingt so blöd, aber für mich war ja die wichtigste Erkenntnis dieser Weltreise, ich hätte zuvor ja gedacht, das kann ich mir nie im Traum leisten, das ist viel zu teuer, wie soll das gehen? Und erst dieser Gewinn von Günther Jauch, diese 500.000, hat mir sozusagen die Genehmigung gegeben. Ne? Die hat mir die Sache gestattet. Wenn man so viel Kohle auf einmal in der Tasche hat, dann kann man nicht nichts tun, dann muss man einfach losfahren, das ist klar. Der Witz an der Sache war bei mir,
Ich habe weitergearbeitet von unterwegs, habe weiterhin geschrieben und kam Ende des Jahres festgestellt, dass ich genauso viel verdient habe, wie ich ausgegeben habe. Mit anderen Worten, die Reise mir immer hätte leisten können. Ich hätte ihn ja auch gar nicht gebraucht. Das ist jetzt leicht gesagt rückwirkend und hilft vielleicht der Fragerin nicht so sehr. Aber ich glaube, dass man kann tatsächlich auch mit vielen Berufen recht gut reisen. Also ich habe jetzt einige Friseure und Masseure kennengelernt, die damit sich gut durch die Welt bewegen, auch Programmierer. Es gibt viele Sachen, die man mit on the road nehmen kann und von unterwegs davon leben kann. Aber erst mal losreisen und dann feststellen, hey, so viel brauche ich ja gar nicht. Speziell, wenn man zum Beispiel in asiatische Länder reist, kommt man sehr weit. Und mit dem, was ein Mitteleuropäer auf der hohen Kante hat, kann er ein halbes Jahr locker in Asien leben, glaube ich. Die nächste Frage kommt von Margarete. Vielen Dank. Ich genieße Ihre erfrischende Art und bin neugierig, was für neue Projekte es in Ihrem Leben gibt. Ja, ich auch. Ja, eine Menge. Also ich überlege derzeit natürlich, was ich als nächstes mache. Ich habe jetzt keine konkreten so Jahresprojekte. Ich habe eine Zeit lang ja sozusagen in Jahren gelebt und gedacht und überlegt, was mache ich im nächsten Jahr. Das will ich nicht, weil das hatte auch was leicht Manisches bekommen, ne? Sodass jedes Jahr unter einem Stichwort stand. Aber es sind so ein paar Sachen, die jetzt in mein Leben gekommen sind, neu. Völlig langweilige Sachen zunächst mal. Ich habe mir zum Beispiel eine winzige Hütte am Meer gekauft und habe einen riesigen Garten auf einmal. Und ich habe keine Ahnung von Garten. Also es ist wieder mal ein Ding, wo ich von null anfangen muss, wo ich wirklich ahnungslos wie ein Kind davor tapse und jetzt sehen muss, wie ich mit dieser Situation klarkomme. Ich liebe es, keine Ahnung zu haben. Ich finde nichts schöner. Und werde mich jetzt erstmal mit diesem Garten beschäftigen. Das haben wahrscheinlich die meisten Zuschauer schon seit 20, 30 Jahren gemacht. Für mich ist es halt neu. Die nächste Frage kommt von Sabine. Sie haben ja schon viel probiert und gemacht. Was wäre denn noch eine richtige Herausforderung für Sie? Oh, nee, ja, ähnliche Frage. Ganz viele Herausforderungen, die stellen sich, also ich habe jetzt nicht so eine Liste, von der ich denke, oh, diese Herausforderung muss ich mich nochmal stellen. Das ergibt sich oft ja tatsächlich aus einer Situation heraus. Meine Hauptherausforderung ist jetzt, welche Pflanzen wachsen in dem Garten, den ich da habe. Was ist das für Erde? Kann ich da einen, weiß ich nicht, Apfelbaum pflanzen oder stirbt der sofort? Keine Ahnung. Also es sind immer so ganz banale Sachen und banale Fragen, aus denen sich dann vielleicht aber größere Herausforderungen ergeben. Wer weiß, vielleicht ein Gärtner, eine Gärtnerlehre? Warum nicht? Garten- und Landschaftsstudium in 2 Jahren? Wer weiß, das kann passieren. Wir sind gespannt. Ja. Es gibt sicher bald wieder eine Fragerunde. Vielen Dank für Ihre bis jetzigen Fragen. Und Sie können natürlich weiterhin uns mailen. Maike Winnemuth ist noch hier im Studio. Sie wird nicht abhauen, auf keinen Fall. Und was ich sehr interessant finde, Sie sprechen und schreiben ja sehr viel über Ihr Privatleben in Ihren Kolumnen. Generell auch hier jetzt in dieser Sendung. Man erfährt zum Beispiel, dass die Pfoten Ihres Fox Terriers nach Popcorn riechen, dass Sie behaarte männliche Unterarme mögen. Steht in Ihrem neuen Buch. Genau. Gibt es denn irgendwo Grenzen, dass Sie sagen, nee, also das ist mir jetzt zu privat, darüber schreibe ich nicht? Gute Frage. Also ich habe diese Grenzen schon früher deutlich übersprungen und überschritten, das glaube ich. Also in der Zeit, als ich für eine Frauenzeitschrift Amica arbeitete, Ende der 90er und so, habe ich ganz schön viele Sachen geschrieben, die ich heute wahrscheinlich nicht mehr machen würde. Einen Callboy getestet und darüber geschrieben, wie das ist, in einen Swingerclub gegangen, so Sachen. Ne? Also das war schon weit über das Private oder die private Grenze hinaus. Damals fand ich das super und mich hat sogar gerade das gereizt, dass darüber nie geschrieben und gesprochen wird. Und das empfand ich damals als meine Herausforderung, diese Ecken auszuleuchten mit einer Taschenlampe, in die man normalerweise nicht reinguckt. Heute, ich weiß nicht, ich schreibe wie die meisten Kolumnisten sehr viel über mich, über meine Erlebnisse, Beobachtungen, Empfindungen, Ängste, Momente von Versagen, weil ich hoffe und das auch bestätigt finde, dass Leser sagen, ja, ich auch. Schön, dass du das schreibst, jetzt kann ich mich auch trauen, es zuzugeben, dass es so ist, dass ich eine ähnliche Mannlasche habe oder einen ähnlichen Hau. Ja? Und das betrachte ich als, sagen wir mal, ich gehe in Vorleistung und packe meine Karten auf den Tisch, damit die Leser dann erleichtert ihre Karten ebenfalls auf den Tisch legen können, gedanklich. Also ich will jetzt nicht deren Geständnisse hören oder sowas, sondern einfach nur diese Entlastung, ach Mensch, die auch, das ist ja gut.
Heißt das im Umkehrschluss, wenn man sie liest, kennt man sie auch wirklich? Recht weitgehend ja. Also man weiß recht viel von mir. Ich spiele keine Spielchen, aber ich glaube, einen Kern, den werde ich immer bewahren, so einen geheimen, tiefliegenden Kern, an dem vielleicht keiner rankommt und den ich nie öffnen werde. Ich weiß es nicht, also vielleicht auch das. Aber gleichzeitig denke ich, was immer ich heute schreibe über mich und über meine Befindlichkeiten, es kann morgen schon wieder falsch sein oder sich verändert haben. Also man kennt mich in bestimmten Zeitpunkten und Situationen, aber ob man jetzt mich... Nein, ich weiß es nicht. Ich glaube es kaum. Ein ganz wichtiges Kapitel in Ihrem neuen Buch ist natürlich das Genießen. Vielleicht einfach eine Definition von Ihnen. Was ist für Sie Genuss? Er hängt auf jeden Fall nicht davon ab, dass man eine Dose Kaviar auf dem Tisch hat oder eine Flasche Champagner, sondern ich bin ein großer Freund der einfachen Genüsse, und zwar sehr einfachen Genüsse. Ich habe unter anderem eine Kolumne mal geschrieben über die sogenannte Kühlschrank-Cuisine, denn im Gegensatz zu der Tatsache, dass es unfassbar viele Kochsendungen im deutschen Fernsehen gibt, glaube ich, dass die meisten Mahlzeiten im Stehen vor dem Kühlschrank eingenommen werden, weil man einfach zu faul ist, was zu kochen, man hat einen Hunger, macht einen Kühlschrank auf, man kommt abends nach Hause und denkt, ach, ich könnte jetzt schon noch was vertragen, was ist denn da? Und dann steht man vor dem Kühlschrank, mild beschienen vom sanften Licht und fängt an zu basteln, ne? Eine Scheibe Käse in eine Scheibe Wurst einrollen zum Beispiel oder ein Gürkchen in eine Schinkenscheibe und so. Also was man dann so kreiert in dieser Situation im Stehen, das nenne ich Kühlschrank-Cuisine. Darüber schrieb ich eine Kolumne und habe die Leser aufgefordert, schickt mir doch bitte eure liebsten Kühlschrank-Cuisine-Rezepte. Was da kam, war völlig klasse und irre. Könnte man glatt noch mal ein Buch draus machen, aber ich habe natürlich sofort erstmal eine zweite Kolumne draus gemacht. Auch da wieder ein Moment, wo ich denke, das ist so eine bekloppte, so eine Eigenart von mir, aber vielleicht nicht nur von mir. Und wie sich herausstellte, haben das durchaus mehr Leute in ihrem Gewohnheitsschatz, als man denken sollte. Absolut, ich habe mich da auch angesprochen. Oh gut, was ist Ihr bestes Rezept zum Stehen? Einerseits ist es natürlich peinlich, darüber zu sprechen. Ach. Andererseits, ich würde sagen, es ist die Mischung, die aktuelle Mischung. Also auch von Käse, Schinken, Frischkäse, Wurst, Gemüse, Obst, Banane noch dazu geschnitten, noch Kokosflocken drüber. Oh wow, nicht schlecht. Ja, aber da sind wir sicher nicht alleine. Nee, sicher nicht. Trotzdem gibt es ja auch den richtigen Genuss. Also Sie schreiben zum Beispiel in dem Buch auch, dass Sie gerne Freunde einladen, dass Sie dann eine richtig schöne Tafel zubereiten. Mhm. Und da geht es dann aber schon um auch einen tollen Wein und ein gutes Essen, oder? Ja, es geht vor allen Dingen aber darum, zusammen am Tisch zu sitzen. Es könnte auch eine Pizza draufstehen, glaube ich. Mhm. Also ich glaube, dieser Wettkampf, den einige betreiben, immer höher, weiter, teurer, komplizierter sich zu schaukeln im Kochen, führt nirgendwo hin, weil alle dann ermattet irgendwie unter dem Tisch liegen. Also dann auch wirklich nur noch viergängig zu kochen oder fünfgängig und allerfeinst. Ich weiß es nicht, ob das der Sinn der Sache ist. Der Sinn der Sache ist, man sitzt am Tisch, trinkt eine Flasche zu viel und erzählt sich Zeug, ja, das man sich normalerweise nicht erzählen würde. Das finde ich nach wie vor sehr, sehr toll. Das geht derzeit bei mir nicht mehr so ganz gut, weil ich jetzt in eine sehr kleine Wohnung umgezogen bin. Da kriege ich nicht mehr die 12, 16 Leute unter wie früher. Das vermisse ich ein bisschen, ehrlich. Das ist das Einzige, was mir abgeht. Aber das kann man ja auch durchaus in einem Restaurant hinkriegen, indem man da irgendwie einen Stammtisch klar macht. Ein Kapitel heißt auch Abspecken, aber weil wir gerade beim Essen waren, das meinen Sie ja gar nicht vorrangig. Und Sie haben Ihre kleine Wohnung angesprochen. Ist das auch ein Grund für Sie gewesen und ein toller Anlass, um abzuspecken in einem größeren Sinn? Ja, mir war es... Oder ist es schon seit Jahren so gegangen, dass ich versuche, mit immer weniger auszukommen? Das war zunächst mal so ein Spaßprojekt, dieses berühmte kleine blaue Kleid, das ich ein Jahr lang jeden Tag getragen habe. Darüber gibt es auch das Weblog, daskleineblaue.de. Ein Selbstversuch, eine Selbstherausforderung eigentlich. Und gleichzeitig habe ich während dieses Jahres ja jeden Tag mich von einem Ding in meinem Leben getrennt. Ich habe es einfach verschenkt oder weggeworfen oder so. Das war eine Übung in Reduktion, in Abspecken im übertragenen Sinn. Und durch die Reise, wo ich ein Jahr lang aus dem Koffer gelebt habe, mit 22 Kilo wunderbar klarkam und auch eigentlich nichts vermisst habe, da dachte ich, das ist etwas, was ich gerne weiter so erleben möchte. Das möchte ich weiter in meinem Leben haben. Ich möchte diese Leichtigkeit, diese Unbeschwertheit in jeder Hinsicht des Wortes weiterhin haben. Das Gefühl, ich könnte sofort morgen wieder losfahren. Ne? Also mich hält nichts, ich muss jetzt nicht irgendwie eine riesengroße Wohnung putzen oder so, sondern ich
lebe mit dem, was ich wirklich brauche und nicht mehr und nicht weniger. Das habe ich dann umgesetzt, indem ich eine Einzimmerwohnung bezogen habe und bin wahnsinnig glücklich darin bis heute. Die ist wie ein Etui, in das ich genau reinpasse, ein Maßanzug. Ich liebe die sehr. Das geht fast schon in die Richtung der buddhistischen Thesen, dass man irgendwie nicht so anhaften soll. Können Sie damit was anfangen? Ja, ohne dieser Sache jetzt eine religiöse Note geben zu wollen, aber es geht mir einfach darum, dass man ja doch im Laufe des Lebens eine ganze Menge so an Treibholz ansammelt, ne? Dass man weiß gar nicht, wie das so ins Leben gekommen ist, der ganze Krempel. Und sich einfach von Zeit zu Zeit mal wieder in so einer Tabula Rasa-Situation befinden sollte, wo man sagte, was will ich eigentlich wirklich in meinem Leben? Was brauche ich? Was will ich? Was finde ich schön? Wirklich noch dieser ganze Kram, der da irgendwie in meiner Wohnung ist, bedeutet mir das was? Weiß ich überhaupt noch, was da in den Schubladen ist? Oft ist es nämlich tatsächlich so, man macht was auf und denkt, ach guck mal, das habe ich ja auch noch, unglaublich. Also diese, bei mir war es so eine sehr bewusste, ein sehr bewusster Neuanfang und ich habe jedes Ding, was in meiner Wohnung ist, von Herzen lieb und finde es nötig und schön und nützlich und fühle mich deshalb auch wohl damit. Sie haben das kleine Blaue schon erwähnt, Ihr Projekt mit dem Kleid. Beim Blau sind Sie ja auch geblieben. Bis heute, ja, stimmt. Also in meinem Kleiderschrank, der recht überschaubar ist, hängt nur blaues Zeug. Macht die Sache irre leicht, wie ich finde. Alles passt zueinander. Man muss nicht groß nachdenken. Ich kann morgens mit verklebten Augen in den Schrank greifen. Es wird schon was Blaues sein und auch einigermaßen zueinander passen. Also das ist für mich auch eine Form der Erleichterung und des einfacheren Lebens. Also ich muss darüber einfach nicht nachdenken. Das gefällt mir. War das schon immer Ihre Lieblingsfarbe? Ja. Hat das vielleicht auch mit dem Meer zu tun? Oder? Ja, ich habe lustigerweise jetzt gerade von einem ganz, ganz alten Freund von vor 40 Jahren Bilder geschickt bekommen, die ich überhaupt nicht kannte. Ich wusste nichts von diesen Fotos und sah mich an und ich habe nur blaue Sachen an da drauf. Also es scheint sich hier ein Kreis auch zu schließen. Dann ist ein weiteres Kapitel das Aussehen. Aber auch da geht es nicht um die klassische Schönheit, sondern auch um Dinge an sich zu entdecken, die man sonst eigentlich vielleicht gar nicht wahrnimmt oder von denen man immer denkt, sie seien ein Nachteil, ein Manko, aber sie müssen es nicht sein. Ja, es geht um eine Versöhnung letztlich mit sich selber. Ne? Also ich glaube, dazu muss man erstmal ein bestimmtes Alter erreicht haben. Es hilft, jenseits von 50 zu sein. Da ist erstens alles egal und zweitens ist man dann in so einer Phase, glaube ich, wo man mit sich und mit dem, was man mal als Makel empfunden hat, total versöhnt ist. Also wirklich auch total entspannt ist oder das auch gut findet. Ich zum Beispiel, ich bin wirklich ja hellblond und wollte selbstverständlich jahrzehntelang rabenschwarze Locken haben, was einigermaßen idiotisch ist, weil ich sie offensichtlich nicht habe. Und es sich danach zu sehnen, bringt nun auch nicht furchtbar viel, außer permanentes Unglück. Ne? Ach, hätte ich doch, wäre ich doch. Ne? Blödsinn. Also in dem Leben ankommen, das man hat, nicht in dem, das man gerne hätte. Ich glaube, das ist ein Ergebnis des Alters und das ist schön, wenn man das geschafft hat, auch erleichternd. Hat sich das Schreiben eigentlich auch verändert, so im Laufe der Jahre und immer professioneller und noch erfolgreicher werden? Ist das auch lockerer geworden? Nee, ich glaube im Gegenteil. Also ich habe früher lockerer geschrieben als heute. Heute habe ich oft den Eindruck, hast du das nicht schon mal vor 20 Jahren geschrieben? Man kommt sich dann selber so auf die Schliche. Ne? Und ich möchte das nicht haben, dass ich mich wiederhole oder dass ich so in diese Klischees verfalle. Und da haue ich mir jetzt gelegentlich eher mal auf die Finger und sage, Alte, ne? Jetzt lass dir mal was Neues einfallen. Und generell ist das Schreiben, also weil wenn man sie liest, dann wirkt das alles unglaublich locker und leicht, eben wie Geplauder von Ihnen zum Leser. Aber da steckt sicher auch harte Arbeit dahinter, oder? Nee. Nicht so. Doch, in gewisser Weise ja. Also das mündliche Schreiben, also dass ich tatsächlich so schreibe, wie ich rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist, ist, glaube ich, das ist Stilmittel immer schon gewesen. So habe ich immer schon gearbeitet, immer schon geschrieben. Und die harte Arbeit besteht in Wirklichkeit darin, sich endlich mal an den verdammten Schreibtisch zu setzen und das Ding, den Mac hochzufahren. Ich bin wirklich irre faul und mache das erst, wie vorhin schon gesagt, in der letzten Minute. Die Arbeit besteht darin, die Finger auf die Tasten zu bringen. Wir haben wieder jede Menge Fragen. Vielen Dank fürs Mailen. Von Susi kommt die Frage, gibt es die Teekanne aus Buenos Aires noch? Oh ja, die hätte ich heute fast mitgebracht. Das ist die sogar im Auto draußen. Ich bin ja ab morgen auf Lesetour im Süden unterwegs, in Überlingen, Pforzheim, Regensburg und so. Gucken Sie auf die Website, Sie werden es finden. Und da ist die Teekanne natürlich dabei. Also die ist im Auto gerade und ist nach wie vor mein kleines, mobiles, ambulantes Zuhause. Ich habe die immer noch sehr gern.
Da fällt mir ein, im neuen Buch, um es kurz zu machen, sprechen Sie auch von einem Sparschwein, einem großen, ja, dass Sie immer 2-Euro-Stücke, gibt es das auch noch? Ja, natürlich. Ja? Okay. Das gibt's. Also das ist auch so eine Marotte, die aber, die ich schon lange mache, aber mit großer Liebe. Es gibt ein sehr unoriginell und ein wenig obszön großes, goldenes Sparschwein. Alle 2-Euro-Stücke, die ich als Wechselgeld wiederbekomme, wandern da rein. Und am Ende des Jahres wird es aufgemacht. Es hat unten so einen Gummipropfen, also ich schlachte es nicht, sondern es überlebt. Und da kommen unheimlich viele, da kommen einiges zusammen. Also gut und gerne 1.000, 1.200 Euro pro Jahr, mal eben so, ne? Ohne dass man es merkt. Und die kommen dann einem guten Zweck zu. Manchmal sogar einem von mir. Schöne Idee. Die nächste Frage kommt von Katja. Vielen Dank. Was hat sich verändert, seit Sie ein Jahr um die Welt gereist sind? Viel, also unter anderem, wie vorhin schon beschrieben, die Rückkehr von der Weltreise nach dem Jahr aus dem Kofferleben hat mich dazu gebracht, mein Leben radikal zu vereinfachen und zu reduzieren. Also auch zu einem, wie soll ich sagen, ich lebe jetzt nicht aus dem Koffer, aber fast schon in einem Koffer. Meine Wohnung ist nicht sehr viel größer. Ich mag das Gefühl, jederzeit wieder aufbrechen zu können, sehr, sehr gerne. Und natürlich hat die Reise selbst mit mir eine Menge gemacht. Also das eine Jahr, das Gefühl zu haben, so ein Grundvertrauen in die Menschheit zu haben, mir ist ja überhaupt nichts Böses widerfahren. Man muss wissen, ich bin alleine als Frau ein Jahr lang um die Welt gefahren und in einigen Ecken unterwegs gewesen, wo sich Leute wahrscheinlich nicht so ohne weiteres hintrauen würden, und habe dabei nie böse Erfahrungen gemacht. Ich bin in 2, 3 brenzliche Situationen gekommen, die aber sich sofort pulverisiert haben. Also das Gefühl wirklich von einer Welle von Mitmenschlichkeit, Vertrauen, Freundlichkeit getragen zu sein, das hat sich seit der Reise auch nicht mehr, ist nicht mehr verloren gegangen. Das habe ich nach wie vor. Und das finde ich sehr schön. Das ist sehr therapeutisch. Und der Erfolg, der sich dann anschloss, hat der Sie verändert in irgendeiner Form? Ich war vorher schon scheiße. Nein, überhaupt nicht. Also ich kann nicht behaupten, dass mich der sehr verändert hat. Ich war vorher ja schon, ich habe gearbeitet vorher, ich war sehr präsent, auch mit, wie gesagt, mit so Selbstversuchen. Also habe durchaus mein Herz geöffnet und die Leute in meinen Kopf gucken lassen. Und insofern hat sich nicht sehr viel geändert, das mache ich weiterhin. Ne? Ich bin nach wie vor froh, das war ich aber auch vorher schon, von diesem Beruf leben zu können. Ich finde es unfassbar, also etwas zu tun, was ich so sehr liebe, und dafür auch noch Geld zu bekommen. Hurra, ne? Wundervoll. Und das ist Gottlob nur so weitergegangen, und das möge bitte auch nie aufhören. Das ist nämlich ganz toll. Wir drücken Ihnen Daumen. Die nächste Frage kommt von Anne. Vielen Dank. Sie sind so mutig in Ihrem Auftreten. Waren Sie schon immer so? Kennen Sie Angst, und wie meistern Sie diese? Klar kenne ich Angst wie jeder. Ich finde Angst ja auch eine sehr kluge Haltung, weil sie einen aufmerksam und vorsichtig macht. Also ich glaube nicht, dass ich ein Hallodri bin und auf Risiken nichts gebe. Ich glaube nur, dass man Ängste, ich war vorgestern in einer sehr lustigen Veranstaltung, da ging es um Martin Luther, einen Sermon, den er gehalten hat, zu der Bereitung zum Sterben. Und da war ein wunderschöner Satz drin, ich kriege ihn nicht wörtlich hin, aber sinngemäß: die Hölle wächst und wird umso größer, je mehr man auf sie starrt. Und genau das ist das. Es ist auch mit Ängsten so, dass die, wenn man sich von ihnen vereinnahmen lässt und sie übermäßig groß werden lässt, dass die natürlich riesig werden und einem alles versauen, weil man dann tatsächlich zum Beispiel nicht mehr aufbricht oder bestimmte Wagnisse nicht mehr eingeht, zum Beispiel den netten Typen aus der anderen Abteilung zum Kaffee einzuladen. Ich sag's nur. Und diese Ängste versauen einem echt das Leben, und ich versuche deshalb, sie zumindest genauer anzuschauen und zu sagen, was steckt dahinter? Ist die Angst ernst zu nehmen? Hat die einen Sinn? Oder steht die mir einfach nur im Weg? Das ist das. Und Mut ist etwas, was man tatsächlich, glaube ich, trainieren kann. Man kann kleine Dinge tun, die Überwindung kosten, also Mini-Mutpröbchen, ne? Zum Beispiel den netten Typen zum Kaffee einzuladen. und dann merkt man, ey, war ja gar nicht so schlimm. Das hat ja gut geklappt, das machen wir beim nächsten Mal wieder und dann vielleicht noch ein bisschen mehr. Ne? Also man kann, wie ich sage, den Mutmuskel trainieren. Man kann sich immer ein bisschen mehr vornehmen und das Erlebnis haben, ist alles gut gegangen bis jetzt. Super, mehr davon. Mhm. Alberta fragt, gibt es schon Pläne für ein neues Buch? Das ist jetzt ein bisschen gemein, weil vor Total wenigen gemein. Wochen erst das neue erschienen ist.
Ja, ich denke über eins nach und sollte auch längst ehrlich gesagt schon weiter sein an dem Buch. Und ich sage deshalb auch nichts darüber, weil am Ende wird es auch nichts und keine Ahnung. Und dann habe ich sinnlos Hoffnung verbreitet und das Buch erscheint gar nicht oder nicht in der Form, wie ich es mir jetzt vorstelle. Also ja, da bin ich, glaube ich, ein bisschen abergläubisch. Erstmal machen und dann reden. Der Titel ist ja, um es kurz zu machen. Sind Sie generell jemand, der die Kürze liebt? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Kommt drauf an, allen Ernstes. Also in was? Ich mag es gerne. Ich bin relativ schnell im Kopf und im Reden und auch im Erleben. Oft reicht es mir, ich muss mich nicht endlos in etwas hineinversenken und bin vielleicht auch braucht viel Input aus verschiedenen Ecken. Insofern spreche das sehr für Kürze, aber die Länge, lange Beziehungen, lange Lieben und sowas, die mag ich auch. Also meine besten Freunde sind welche, die ich schon 30, 40 Jahre lang kenne. Und das weiß ich sehr zu schätzen, die Langlebigkeit dieser Beziehungen und dieser Freundschaften. Also insofern schwierig zu beantworten. Ich beides. Sowohl als auch meine Lieblingsantwort. Es gibt ja das Klischee vom Norddeutschen, der auch so knapp, so kurz angebunden ist, so aus kühl möglicherweise auch. Ne? Ja, genau. Aber da sind Sie eigentlich auch ein Gegenbeispiel. Ja, weiß ich nicht. Also ich kann schon auch die Klappe halten. Das ruht man mir wahrscheinlich nicht zu, aber es geht durchaus. Ich bin durchaus in der Lage, das auch gerne übrigens zu schweigen. Und aber ich glaube, die Klischees auch von Norddeutschen oder auch von Bayern, von Süddeutschen, die stimmen nur zu einem gewissen Grad. Und jeder wird jede Menge Gegenbeispiele dafür finden. Ich habe mal gelesen, das stammt, glaube ich, von Ihnen selbst, dass Sie sich noch nie in Ihrem Leben gelangweilt haben. Stimmt das? Das habe ich über mich geschrieben und das stimmt zum guten Teil, weil ich immer irgendwas finde, was man noch machen könnte. Ich habe eher immer zu viel und schaffe das alles gar nicht, was ich noch machen möchte. Also ich habe ganz viele To-dos, ganz viele Sehnsüchte, ganz viele, oh ja, das würde ich auch gerne nochmal ausprobieren und so. Und dazu komme ich am Ende gar nicht. Aber ich finde gleichzeitig Langeweile was sehr Produktives. Ne? Man muss manchmal eben auch diesen Moment der Stille aushalten. Wir haben vorhin übers Trödeln geredet, diesen Moment, wo gar nichts ist, wo dann auch wieder was Neues wachsen kann, statt sich immer nur zuzuballern mit immer wieder neuen Erlebnissen oder Eindrücken oder so. Also ich muss dafür sorgen, gelegentlich dann auch mal so richtig stille zu sein. Heißt das auch in Bezug auf Reisen? Sie haben erwähnt, Sie sind zurzeit auch auf Lesereise, um das Buch natürlich zu promoten und daraus zu lesen. Dann Ihre große Reise ist immer noch ein großes Thema. Ja. Gibt es aber auch so eine Art Reisemüdigkeit, die Sie manchmal befällt? Mich hat die im letzten Jahr befallen. Ich hatte ja vor, ein Deutschlandprojekt zu machen, das ein bisschen ähnlich war wie das Weltreiseprojekt. Also auch wieder 12 Monate, 12 Städte. In diesem Fall sollten es 12 kleine deutsche Städte sein. Das habe ich begonnen und habe das Jahr nach 5 Monaten abgebrochen, weil ich tatsächlich nicht mehr konnte. Ich war müde im Sinne von, da passte nichts mehr rein in mich. Ich hatte noch so viele Eindrücke und Erlebnisse, Begegnungen in mir aus dem Reisejahr und auch aus der Lesetour zu dem Weltreisebuch. Da war ich in, 60, 70 Städten hintereinander. Also das war auch ein Bombardement an Eindrücken, dass ich in dem Moment, als ich mein Deutschlandprojekt anfing, dachte, da passt echt nichts mehr rein. Also ich bin bis oben hin pickepacke voll. Ich muss jetzt erstmal, das muss jetzt sacken, das muss ein bisschen kompostieren, das muss Platz für Neues geben. Und das war eine, zum ersten Mal in meinem Leben, glaube ich, eine Erlebnis- und Reisemüdigkeit und man kann sagen Übersättigung. Da habe ich mich überfressen in den Jahren zuvor und ich dachte, jetzt mal ein bisschen auf Diät. Sie schreiben in Ihrem Reisebuch, das große Los, darüber 10 Dinge, die ich gelernt habe. In jeder der 12 Städte machen Sie diese Auflistung am Ende der Kapitel. Und Sie schreiben, in San Francisco haben Sie sich vorgenommen, jedes Jahr von da aus ausgehend etwas Unvergessliches zu tun. Wenn Sie jetzt zurückblicken, haben Sie das gemacht? Ja, habe ich. Ja, das sind ganz unterschiedliche Dinge. Also unvergesslich war natürlich in der Tat das Buch zu schreiben, das gleich anschließend, dann die Tour. Dann habe ich einen Hund mir gekauft, den ich sehr liebe, Fox Terrier namens Fiete. Jetzt habe ich mir gerade das kleine Häuschen gekauft. Also das sind alles so Neuigkeiten in meinem Leben, so Dinge, von denen ich auch vor 5 Jahren niemals dachte, dass ich das machen würde. Es hat sich tatsächlich auch ergeben und
ich kann jetzt, ja, das sind Sachen, die ich nie vergessen werde, da bin ich sicher, und das wird hoffentlich auch so weitergehen. Mir ist ein Punkt besonders aufgefallen unter den 10 Dingen, die Sie in Havanna gelernt haben. Da schreiben Sie, weltweit nerven Männer häufiger, als dass sie nicht nerven. Das ist ein bisschen gemein, ne? Ja, das will ich jetzt als Mann natürlich wissen. Natürlich. Wie meinen Sie das? Da sind auch etliche Männer, ich weiß, bei den Amazon-Bewertungen, da werde ich immer von Männern gedisst, weil die immer auf diesen Satz kommen. Ich sage, also Frauen, Männerhasserin oder so. Nee, bin ich überhaupt nicht. Aber es ist tatsächlich so, das bezieht sich jetzt speziell auf Havanna, dass man da als alleinreisende blonde Frau tatsächlich auch so ein Zielobjekt ist. Das ist ganz klar, das liegt auch ein bisschen daran, es liegt unter anderem auch an der Armut dieses Landes. Und Frauen wie ich, die da so lustig durch die Gegend stravanzen, sind jetzt erstmal ein kostenloses Abendessen oder auch mehr. Ne? Es gibt ja auch durchaus sowas wie männliche Prostitution. Und die Jungs, die probieren es einfach mal, ob man da nicht vielleicht irgendwie ein bisschen Spaß haben könnte und ein bisschen Kohle abgreifen könnte. Das hat genervt in der Situation, war ich echt mächtig genervt und habe am Anfang unheimlich rumgeblafft, was das Blödeste ist, was man tun kann, weil das ist auch schon Aufmerksamkeit, sondern es ging dann am Ende wirklich nur so, indem man da knallhart irgendwie dran vorbeischritt und nicht einen Blick hingeworfen hat, dann war es okay. Also das hat mich in der Situation, als ich das schrieb, wirklich massivst gestört. Ich dachte, lass mich doch bitte in Ruhe. Aber man kann dafür sorgen, dass man in Ruhe gelassen wird. Ja. Sind bei Ihren Kolumnen oder allem, was Sie sonst schreiben, diese Männer-Frauen-Themen die größten Aufreger? Merken Sie das an den Reaktionen? Habe ich ganz lange auch nicht mehr geschrieben. Ich habe früher mehr in die Richtung geschrieben, mehr Männer-Frauen. Ich hatte lange so eine Doppelpack-Kolumne, wo ich also eine Frauensicht, eine Männersicht, wir haben das zu zweit geschrieben. Das war über 10 Jahre fast so das Thema, ne? Die männliche Sicht, die weibliche Sicht der Welt. Habe ich jetzt weniger in letzter Zeit drüber geschrieben, weil ich auch versuche, da eher die Gegensätze zu versöhnen oder ne, zu sehen, hey, ihr habt echt wirklich mehr gemeinsam, als ihr nicht gemeinsam habt. Versucht das doch mal zu sehen. Also vielleicht ist er doch noch ein Guru aus mir, wer weiß. Was ich ganz toll finde, dass Sie ja oft beide Seiten beschreiben, also dass Sie nicht irgendeine Verhaltensweise oder jetzt Ihre Reisen einfach nur loben und preisen, sondern auch durchaus die Schattenseiten erwähnen. Klar. Das bezieht sich auch auf dieses 12-Monate-12-Städte-Projekt. Da schreiben Sie zum Beispiel, das Harte am Reisen sei, es ist kein Leben, es ist nur ein vorübergehendes Zuhause, also nichts Festes. Ja. Das war dann auch wahrscheinlich das Fazit nach den 12 Monaten. Naja, das war vor allen Dingen, das war so ein Moment, ich glaube, der hat mich auch ausgerechnet auf Hawaii befallen, dass man auch wirklich denkt, ich hätte jetzt gern mal wieder was Dauerhaftes, Konkretes in meinem Leben. Also die Tatsache, dass ich jetzt zum Beispiel einen Garten habe, ist fast schon eine Antwort darauf. Ich möchte denselben Baum im Frühjahr, im Sommer, im Herbst und im Winter sehen und nicht nur einmal im Frühjahr an 2 Tagen, wo ich vorbeiflitze da, ja? Sondern ich möchte etwas wachsen sehen, es sich entwickeln sehen. Das ist etwas, was einem auf Reisen natürlich in der Form gar nicht gelingt, weil man da einfach so durchsaust, so durch die Momente und die, selbst wenn man wie ich einen ganzen Monat am Ort geblieben ist, also länger als normalerweise so Rucksackreisende bleiben, ich wollte ja genau das Gefühl haben, wie fühlt es sich an, hier Bewohner eines Ortes zu sein, aber selbst dann ist es natürlich ein absolut verschwindend geringer Zeitraum und man kann sich nie dieses Gefühl der Zugehörigkeit verschaffen auf diese Weise. Und das ist etwas, was einem auf dem, am Reisen wirklich fehlt. Zugehörigkeit, Heimat, eine Verortung und ja, da muss man halt mal wieder nach Hause und einen Apfelbaum pflanzen oder so. Ja. Dass Sie jetzt als Reiseexpertin gelten, das haben Sie sich wahrscheinlich damals auch nicht vorstellen können, oder? Dass Sie jetzt dauernd zu Reisethemen befragt werden. Ja, verrückt. Ich habe so viel Ahnung ja auch nicht. Einmal gereist zu sein, macht einen ja noch nicht zur Expertin, wie ich finde. Also ich kann natürlich meine Erfahrungen mitteilen, das tue ich auch gerne. Übrigens auch Leute, die selbst eine Reise vor sich haben, fragen mich oft, was muss ich denn beachten, was soll ich tun und so. Und dann sage ich natürlich immer gerne dies und jenes und gebe meine Weisheiten weiter, aber letztlich, wie gesagt, jeder muss da seine eigene Reise antreten, jeder macht auch seine eigene Reise. Das gibt kein Patentrezept. Kommt das bei anderen Themen vor, dass Sie angesprochen werden oder angemailt werden? Haben Sie mal einen Tipp für mich? Wir haben das ja teilweise heute auch schon bei den Zuschauerfragen gemerkt, dass Sie also wirklich als ja, fast schon Expertin oder Ratgeberin, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, gesehen werden. Ja, das passiert und das schreibe ich wiederum der Tatsache zu, dass ich steinalt bin und inzwischen in der Rolle der weisen Alten gelandet bin. Ich mache das super gerne. Also ich finde auch tatsächlich, dass die Rolle der
pathetisch gesagt Lehrerin, also das, das Weitergeben, was ich gelernt habe, das als Vorschlag, nicht als Rat und auch nicht als Handlungsanweisung, aber als Vorschlag weiterzugeben, was ich meine, kapiert zu haben, das tue ich sehr gerne. Ich finde auch wirklich, ich bin in dem Alter angekommen, wo man das tut. Und ich freue mich auch tatsächlich, wenn Leute das tun und wenn sie mir ihre Lebenssituation in der Form dann auch anvertrauen und sagen, hören Sie mal, Frau Winmuth, fällt Ihnen dazu was ein? Sagen Sie mal, Sie wissen doch so viel. Und ich lache dann ein bisschen in mich hinein und versuche aber trotzdem irgendeine Art von Antwort oder Rat zu geben. Ja klar, soweit das geht. Klar. Ja, Sie haben sich gerade selbst als weise Alte bezeichnet. Und das letzte Kapitel im Buch heißt ja Einsehen. Ja. Geht das auch so in die Richtung, dass man einfach so ein bisschen klüger, weiser wird? Ich glaube schon, dass man, wenn man die 50 überschritten hat, das eine oder andere kapiert hat und nicht mehr so ganz viele blöde Fehler macht. Man macht neue Fehler, klar, aber einige hat man dann, aus einigen hat man dann, glaube ich, wirklich gelernt. Und man sieht ein paar Dinge ein. Man findet sich auch mit ein paar Sachen ab. Ne? Ich weiß zum Beispiel, es gibt auf einige Fragen wahrscheinlich wirklich gar keine Antworten, sondern ist es halt so. Ne? Die lässt man dann auch so. Ich habe neulich, eins meiner Lieblingszitate ist von Rilke und ich weiß gar nicht, in welchem Kontext neulich auch mal wieder verwendet, der sagte in seinem Brief an den jungen Dichter, dass man eben nicht alle Fragen beantworten kann. Man muss die Fragen selbst lieb haben. Ne? Solange man sie nicht beantworten kann, muss man die Fragen lieb haben und dann wird man eines fernen Tages vielleicht in die Antwort hineinwachsen. Das finde ich sehr, sehr tröstlich und das habe ich auch wirklich verstanden, dass ich nicht jede Frage sofort oder je beantworten kann. Vielleicht mit 90, wer weiß, und wenn nicht, dann nicht. Nochmal kurz zum Handwerklichen Ihrer Texte. Sie sind ja gelernte Journalistin. Gehen Ihnen diese Texte wirklich so leicht von der Hand, dass Sie sie einfach losschicken können oder sitzen Sie dann noch lange dran und feilen? Ich feile eigentlich nicht sehr. Ich sollte mehr feilen vielleicht. Aber es ist, glaube ich, auch typisch für eine Kolumne, dass die auch so rausgehauen wird. Ne? Das ist ja so ein, ich will nicht sagen so ein Ex- und Hop-Medium, aber in Wirklichkeit schon, also so eine Augenblicksbeobachtung. Und ich finde nicht, dass daran jetzt wie an einem Sonett endlos rumgefeilt werden sollte, sondern die darf auch mal so ein bisschen noch raue Sägekanten haben, ja, und dann auch schon rausgehen in die Welt. Das ist völlig in Ordnung. Ich schreibe, wie gesagt, meistens erst viel zu spät und dann schreibe ich recht schnell und dann schicke ich es auch sehr schnell ab. Ich versuche in der Regel noch eine Nacht drüber gehen zu lassen, also spät abends zu schreiben, am nächsten Morgen dann so die restlichen 1000 Anschläge oder so und dann über die ersten 2000 drüber zu lesen und dann zu denken, ja, machen, ne? Und weg damit, ab dafür. Also ich bin da dann, ich bin auch, was Texte betrifft, relativ wenig eitel. Also ich finde auch nicht, alles muss eine 1 plus mit Stern sein, sondern mal ist etwas, das weiß ich und das finde ich auch völlig okay, nur so eine 2 bis 3, ne? Geht, kann man drucken. Ist jetzt nicht so, dass man davor niederknien müsste oder das einrahmen müsste. Also das sind so Gebrauchstexte ohne Anspruch auf Ewigkeit. Dass jetzt so viele, das wundert mich und das freut mich total, in diesem Buch gelandet sind, also dass viele doch noch länger überlebt haben, als ich das damals beim Schreiben gedacht hätte, das finde ich natürlich ganz, ganz aufregend, dass die Sachen anscheinend ja ein gewisses Mindesthaltbarkeitsdatum haben. Sie haben ja gesagt, Sie möchten diesen Beruf so lange wie möglich ausüben und sind heilfroh, ihn zu haben und dass das alles funktioniert. Wir haben zu Beginn der Sendung ja auch über mögliche Alternativberufe gesprochen, die Sie früher mal hatten. Gibt es trotzdem, obwohl Sie Ihren Beruf so lieben, jetzt einen Job, den Sie sich sehr gut vorstellen könnten oder doch auch mal länger ausprobieren würden? Ach, so viele. Also das hat jetzt wiederum mit dem neuen Garten zu tun, den ich gerade habe. Natürlich will ich sofort, wenn ich vor eine solche Situation gestellt bin, also Ahnungslosigkeit, Nullpunkt, will ich sofort alles wissen und lese gerade manisch irgendwelche Gartenbücher wie verrückt und will natürlich sofort Gärtnerin werden und will natürlich Garten- und Landschaftsarchitektin werden auf der Stelle. Verrückt, aber ich bin sicher, da kommen noch ein paar Berufswünsche dieser Art und ich kann mir vieles vorstellen. Ich habe mir irgendwann auch mal gedacht, das war auch mal eine weitere Überlegung, als ich jung war. Ich hätte wahnsinnig gern Jura studiert. Mich interessiert das Thema Recht sehr zurzeit. Und ich weiß nicht, ob ich da als alte Schachtel noch mal ins Studium einsteige. Aber wenn, dann würde ich Jura studieren, glaube ich. Also Sie hätte jetzt auch keiner gedacht, ne? Im Gerichtssaal dann sehen, tatsächlich? Oder? Ja. Ich finde auch Jura, auch Recht, ist ja auch die Auslegung von Schrift. Also man beschäftigt sich sehr mit Geschriebenen und wie man das, was geschrieben steht, in Anwendung auf Menschlichkeit bringt. Und das finde ich sehr spannend.
welche Regeln wir uns selber geben. Sind die noch so richtig? Stimmen die für unser heutiges Leben noch? Muss man die nicht auch überarbeiten zum Teil oder neu interpretieren? Und das finde ich, das Thema, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander verfahren und welche Spielregeln wir uns selber geben, das beschäftigt mich sehr, sowohl in meinen Texten als auch, naja, wer weiß, als 80-jährige Richterin oder so. Darauf würden wir uns freuen, ja, Sie da im Gericht zu sehen. Wer weiß. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass Sie sehr, sehr privat schreiben, dass das wichtig ist, dass Sie sich Sachen von der Seele schreiben und was erleben und das wirklich zu Papier oder auf den Computer bringen. Haben Sie denn Ihre Leserinnen und Leser im Kopf auch irgendwie, während Sie schreiben? Also wissen Sie oder ahnen Sie, wer das lesen wird? Nee, das weiß ich nicht so genau. Ich weiß es natürlich gut durch die Lesetouren, deshalb mache ich die auch so gerne. Ne? Dadurch ergibt sich ein konkretes Bild. Ich mache eine Lesung in der Buchhandlung oder woanders und freue mich dann total, die vor mir und sage, ach, für dich mache ich das, das ist ja gut. Also manchmal habe ich dann beim Schreiben auch tatsächlich noch einzelne Personen im Kopf, die mir vielleicht auch kürzlich geschrieben haben und auf deren Anregung vielleicht auch ein Text entstanden ist. Das ist dann speziell an die gerichtet auch, ohne dass sie es wissen. Ja. Und gibt es sowas wie Bereuen auch, dass Sie mal einen Text wegschicken und dann denken, oh nee, das ist, Sie haben mal erwähnt, vielleicht macht man Sachen einfach später anders oder schreibt Dinge auch anders? Ja, das gibt es natürlich. Also ja. Es gibt Themen, die ich dann anders angehen würde, andere Aspekte setzen würde. Aber wie gesagt, es ist, wie ich vorhin sagte, Kolumnen sind so Augenblicks-Schlaglichtartige Texte. Eigentlich ist es okay, dass die dann auch übermorgen Fischeinwickelpapier sind, das ist okay. Und das jetzt alles zusammenspielt, also dass es die Texte gibt, die Kolumnen, die regelmäßig in Medien veröffentlicht werden, dass es Ihre Bücher gibt, dass es Sie live gibt, dass Sie wie jetzt auch online oder im Fernsehen sind. Also dieses Gesamtpaket Maike Winnemuth, das gefällt Ihnen oder gibt es da manchmal einen Bereich? Ja? Mir gefällt das sehr toll, sehr, dass ich so unterschiedliche, wie soll ich sagen, in unterschiedliche Kanäle sickern kann. Ne? Das ist ja ganz toll. Also wöchentliche Kolumnen. Ich schreibe auch noch Kolumnen für Zeitschriften, die nur alle 2 Monate erscheinen. Zum Beispiel für das Hundeheft Dogs und für Architektur und Wohnen. Das sind wiederum andere Interessen von mir, die ich da austoben kann. Das ist sehr viel seltener. Bücher noch viel seltener. Also es sind unterschiedliche Zeitebenen, in denen ich nachdenken und schreiben kann. Das gefällt mir wahnsinnig gut. Und ob mir das... Was war das, das Produkt, Maike Winnemuth? Das Gesamtpaket. Das Gesamtpaket. Ja. Ah, das Gesamtpaket. Ist das nicht immer aus Castingshows? Da haben wir ein Gesamtpaket vor uns. Ich bin sehr einverstanden mit meinem Leben gerade und irgendwie auch mit mir. Also ich finde, ich bin ein sehr glücklicher Mensch und freue mich, das machen zu dürfen, was ich machen kann. Insofern, Gesamtpaket geht in Ordnung, ja. Eigentlich nur schade, dass wir in Bezug aufs Gesamtpaket jetzt Ihren Fox Terrier, den Fiete, nicht hier haben können. Aber Studio ist Verbot immer, oder? Also ach, weiß ich gar nicht. Lass ihn noch rein. Nee, der ist nebenan und knobselt gerade einen Knochen. Das ist seine Form von Glück. Es war schön, dass Sie hier waren. Vielen, vielen Dank fürs Kommen, fürs Beantworten unserer Zuschauerfragen. Und jetzt machen wir es dem Titel Ihres Buches entsprechend auch ganz kurz mit der Verabschiedung und danken allen, die zugeguckt haben, auch nochmal. Maike Winnemuth, herzlichen Dank fürs Kommen. Vielen Dank. Tschüss, danke fürs Abend. Zuschauen. Hat mich sehr gefreut.